Entlang einer geraden Straße stehen 19 Lichtmasten auf derselben Straßenseite. Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Masten beträgt 9 Meter. Frage: Wie viel beträgt der Abstand zwischen dem ersten und dem letzten Mast in Metern? Um das herauszufinden, nummerieren wir die 19 Masten von 0 bis 18. Denn dieser Abstand von 9 Meter, den gibt es dann 1, 2, 3 mal bis 18 mal. Also, was wir berechnen müssen, das ist dieser Abstand von 9 Meter 18 mal. Das macht 162 Meter. Und somit ist Antwort B die richtige. Die nächste Frage wird im nächsten Tutorial beantwortet.